Sie befinden sich hier im Salesianum, im Herzen Münchens, mitten in Haidhausen. Eine riesengroße Einrichtung für über 450 Jugendliche. Wir betreuen junge Menschen im Alter von 14 bis weit in das Erwachsenenalter hinein. Es geht um die Themen Wohnen für Auszubildende, Wohnen für Berufsschüler, die eine Ausbildung machen in und um München und für einen Zeitraum von 2-3 Wochen bei uns am Stück untergebracht sind, in der Zeit, in der sie in die Berufsschule gehen. Wir haben aber auch sozialpädagogische Angebote aus dem Bereich der Jugendhilfe, das heißt entgeltfinanzierte sozialpädagogische Wohngruppen für die Landeshauptstadt München, aber auch für die umliegenden Landkreise. Begleitung ist tatsächlich für alle unsere Bewohner ein großes Thema, für die einen mehr tatsächlich, für die anderen weniger. Für die einen bedeutet Begleitung zum Beispiel Unterstützung bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung hier in München. Wenn Sie sich die Blockschüler vorstellen, die kommen alle vom Lande, freuen sich hier in München zu sein und stellen fest, dass das Leben in München auch in der Freizeit oder vor allem dort sehr teuer ist. Das heißt also, die haben ihr Taschengeld in 3 Tagen gut durchgebracht und freuen sich dann darüber, wenn wir sie dabei begleiten, zum Beispiel ein Billardturnier auszurichten oder die Champions League bei uns in unserem Jugendzentrum anzuschauen und Ähnliches. Begleitung bedeutet aber auch zum Beispiel für unsere Jugendhilfe-Jugendlichen, die entweder ortsansässige Jugendliche sind, die mit den üblichen Problemfeldern zu kämpfen haben, schwieriges Elternhaus, mangelnde Unterstützung in der Persönlichkeitsreifung, schlechter Schulbesuch und Ähnliches, aber auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, auch für die bieten wir hier Angebote. Und dort sieht die Begleitung sehr viel intensiver aus. Da geht es um teilweise Familienersatz, da geht es um Begleitung im Asylverfahren. Für die ortsansässigen Jugendlichen geht es unter anderem auch Begleitung bei dem erfolgreichen Schulabschluss, bei der Anbahnung des Überganges Schule, Berufsleben. Diese Themen sind mit einem Begleitungsfaktor versehen. Unsere Bewohner, die im Bereich der Jugendhilfe bei uns betreut und begleitet werden, haben von ihren persönlichen Problemlagen einen anderen Fokus. Die interessieren sich zwar durchaus dafür, ob sie eine Corona-Infektion hatten und vielleicht auch Long-Covid haben, haben wir leider auch ein paar Jugendliche oder junge Erwachsene, aber deren Problemstellung ist stark fokussiert auf das eigene Vorwärtskommen und die Unterstützung, die sie dafür brauchen. Die ortsansässigen Jugendlichen, entweder die Auszubildenden oder vielmehr noch die Blockschüler, sind natürlich dadurch, dass ihre persönliche Situation nicht so stark belastet sind, mehr bereit, ihren Fokus auch auf gesellschaftliche Themen zu richten. Und ist natürlich Verunsicherung. Wir spüren jetzt die Rezession tatsächlich, die Inflation, die allen das Geld in der Tasche kleiner werden lässt. Das sind auch Themen, die unsere Blockschüler natürlich umtreiben. Und auch da ist es für uns besonders wichtig, Unterstützung zu bieten und auch zum Beispiel mit Angeboten Werbung machen zu können, die entweder kostenfrei sind oder die wir durch Spenden finanzieren, sodass wir die Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Tendenzen im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen abfedern können. Den Vorbildcharakter, den können wir tatsächlich sehr leicht herausstellen. Ganz nach dem Grundsatz Don Boscos ist jeder, der bei uns ist, ist grundsätzlich richtig. Unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seiner Problemstellung, unabhängig davon, was die, da sind wir wieder beim Thema Begleitung, unabhängig davon, wie intensiv die Begleitung sein muss, wenn die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu uns gefunden haben, dann sind sie hier richtig und dann nehmen wir uns ihrer an. Das ist tatsächlich auch in meiner langjährigen Erfahrung in der Jugendhilfe durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht alle Einrichtungen, nicht alle Häuser, groß oder klein, verschreiben sich dieser Maxime. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.